Willkommen zu einer neuen Runde Wer wird Millionär? Und der Typ kann einfach nicht die Klappe halten. Servus Leute, willkommen zur Eröffnungsrunde, besser gesagt jetzt zur allerersten Runde meiner Wer wird Millionär Challenge versus Herr Uncle Wolf, also ich. Mein erster Kontrahent ist der Herr Benjamin. Ja, und wir haben noch einen zusätzlichen Gast, der allerdings nicht mit eingreifen wird. Genau, nämlich der The Life Force. Ich werde mir das ganze Geschehen angucken, werde aber keinen Kommentar in dem Sinne zu den jeweiligen Fragen geben. Ja, in der Testrunde hatte ich die beiden auch schon, da haben wir schön gefällt. Das Spiel hat uns gezeigt, wo der Haken hängt. Oh ja. Deswegen werden wir jetzt die Runde eröffnen. The Life Force, der kommt später auch noch. Herr Benjamin fängt an. Genau. Und danach komme ich. Du bist bereit? Jo, aber ich muss doch sagen, nach der Testrunde, da gefällt mir doch die Gameboy-Version besser. Ja, mir auch. So, aber okay. Da wiederholen sich leider die Fragen viel zu sehr, aber nun gut. In aber Ordnung. Da stimme ich ausnahmsweise Herr Benjamin in dem Falle zu. Was soll denn ausnahmsweise heißen hier? Du weißt, ich das meine. Sie spielen also alleine. Ach ja, okay. Geben Sie hier bitte Ihren Namen. Head Force will keiner wissen. Mach einfach das F weg und Y, also Hetty. Fertig. Das ist die da. Irgendwie ist hier Buchstabenfindung ein eigenes, ja, Risiko. Ja, fertig. Doch. So. Das Risiko. Jetzt kommt die erste Frage wieder. Okay, direkt schon nach Hause trainieren. Komischen Sprichwörter oder was das wird. Ja. Warum kann man hier nicht den Schwierigkeitsgrad einstellen? Das wäre ein bisschen besser. Das ist bestimmt schon auf Snooplappen hier. So, dann gucken wir mal. Was? Ja. Was kann der Elefant Dumbo, was andere Elefanten nicht können? A. Fressen, B. Fliegen, C. Schlafen, D. Trampeln. Ah, okay. Ich wage mich daran zu erinnern, dass Dumbo solche riesigen Flatterohren hatte, mit denen er so ein bisschen da durch sein Zirkuszelt fliegen konnte. Deswegen würde ich mal B tippen. Bist du sicher? Ich glaube, der konnte nicht fressen. Deswegen ist er auch so. Ja, das können alle Elefanten. Das kann ich auch. Fressen, schlafen und trampeln kann ich auch. Was er konnte, was andere Elefanten nicht konnten. Da würde ich doch zu B tippen. Ja, durchaus. Wenn ich die Antwort angenommen habe... Ja, 50 Ocken. Möchten Sie Ihre Meinung noch ändern? Nein, will ich nicht. Natürlich. Die Frage, die war ja noch okay. Bin ich mal gleich auf die Frage von The Life Force gespannt. Direkt so eine richtige Knüppelfrage. Ich wette, der kriegt wieder so eine richtig dumme. Eine erfolgreiche Country-Band aus Hamburg heißt A. Motel, B. Truckstop, C. Gas Station, D. Highway. Oh. Country-Band aus Hamburg. Die gibt's doch jetzt bestimmt gar nicht mehr. Das Spiel ist aus 2002, lassen da gibt's Sie gar nicht mehr Zeit. Hier. Sie haben doch alle Truckstop würde ich nicht sagen. Gas Station auch nicht. Motel. Also ich hätte dann natürlich wieder meine Vermutung, aber... Tokyo Motel. Nein. Der war flach. Oh ja. Und das kann auch viel flach schlecht. Country. Von Country habe ich auch keine Ahnung hier. Aus Hamburg. Truckstop, Gas Station. Country wird vielleicht eher B oder D, aber das hört sich alles hört sich aber auch nicht schlecht an. Ja, da muss ich einen Joker, ich habe keine Ahnung. Ja, fragen wir mal das blöde Publikum hier. Ich hoffe für dich, dass das Publikum nicht blöd ist. Ja, okay. Ich habe dann nämlich D gesagt. Highway. Lassen wir uns überraschen. Mhm. W ja jetzt 50-60 vor allen Dingen. B, Truckstop. B, und? Schon wieder B. Schließen Truckstop, der noch Meinung nie gehört. An? Bist du sicher, dass du nicht A nimmst? Nee, aber D hat 2% da. Nee, B, Truckstop. Soll ich die Antwort annehmen? Ich hab zwar schon von Truckstop gehört, aber ich hab nicht gewusst, dass das eine Country-Band ist. Kenne ich überhaupt nicht. Ich wusste, es ist eine Band, aber ich habe nicht gewusst, dass die Country macht. Wenn Sie diese Frage richtig beantworten, ich mal, was, hören wenn ich mal was sagen darf, ich bin zwar aus Hamburg in dem Sinne, aber ich hatte auch noch keine Ahnung davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird jetzt auch lustig. Was tanzt man nicht im Viervierteltakt? A. Nicht? Slow Fox, B. Foxtrot, C. Wiener Walzer, D. Jitterbug. Was ist das, glaube ich? Jitterbug. Oh Mann, ey, ich bin Metalhead. Ich habe von Tanzen keine Ahnung, weil mir gibt nur Headbang. Fett, ey. Krass.
Vierteltakt. Foxtrot, Wiener Walzer, da habe ich schon was von gehört, aber... Also von Tanzen habe ich auch keine Ahnung, aber ich glaube, dass man den Wiener Walzer im Vierteltakt tanzt. Das ist Slowfox. Ja, das ist Jitterburg, Backbook. Vor allem Wiener Walzer, ich bin geboren in Wien, also... Slowfox. That's crazy. Vielleicht Slowfox, aber ich bin mir nicht sicher. Ruf mal hier den Wolfgang an, oder wer da vorhin dran war. Mit Tanzen, da brauchst du da gar nicht kommen. Okay, sie setzen nur den Telefonjoker. Headbang und Pommesgabel, das geht dann den Telefonjoker. Geht noch. Und den Super Mario Fail. Ja, das auch. Wall of Death ist auch geil. Doch, ist das Viervierteltakt? So, was haben wir denn da? Viervierteltakt, Headbanging. Vier auf der linken Seite, vier auf der rechten Seite. Andreas ist dran. Ach nein, ich, nicht Andreas. Ihr Freund verzweifelt gerade so viel. An der 200-Euro-Frage. An der 200-Euro-Frage? Ja, drückt mir noch eins rein. Ich stehe drauf. Ich komm denn gleich dahin, eine Frage, vier Antworten. Du müsstest dir seine Kommentare anhören, der. Ja, ich höre gerade Bildschirmübertragung. Ich weiß nicht, was er sagt. Oh, ich dachte mir gleich einfach mal. Oh nein. Was weiß er nicht, oder was? Er hat gesagt, er war nicht noch nie ein guter Tanzer. Oh, was? Ey, der Affe. Moment, ruhig, ruhig. Weiß ich aber trotzdem. Der Wiener Walzer wird nicht im Viervierteltakt getanzt, sondern im Dreivierteltakt. Ist der ein Angeber? Alles klar. Was danke was labert für Ihre Hilfe, Andreas. Was laberst? Okay, ich brauche langsam er hat gesagt, ich weiß es trotzdem. Der Wiener Walzer wird im Dreivierteltakt getanzt. Ja, hast du nicht gesagt, Wiener Walzer ist Viervierteltakt? Ich hab gesagt, ich glaube es. Shame on you. So, der Wiener Schnitzel hier, komm, zack. Wiener Schnitzel? Wenn ich die Antwort sage, hier, scheiß Tanzen, wer braucht denn sowas? Ich hab noch nie in meinem Leben getanzt, also. Weiter so, 200 Euro für Sie. Moshpit und Headbang ist, glaube ich, nicht so tanzen. Woher soll ich wissen? Also, ich weiß nicht mal, wie das überhaupt geplant ist mit ja, ich tanze im Zweivierteltakt, im Dreivierteltakt. Ich möchte für 300 Euro eine Antwort auf diese Frage. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ja, ja, halt die Fresse. Wie lautet der noch heute gültige Bergmannsgruß? A. Pech ab. B. Boah, was ist das denn hier? Das nervt. Was ist das? Zieh Glück auf, D. Kruge ein. Bergmannsgruß. Pech ab. Kohle gut, Grube ein. Ich würde mal, naja, C würde sich jetzt so sagen, Glück auf. Aber irgendwas mit Kohle gut, das hört sich ja richtig doof an. Pech ab. Hals- und Beinbruch, sagen die, glaube ich, immer, oder? In eine Kohlegrube. Ich dachte eigentlich, es wäre Bergmanns Heil, aber das ist ein Jägergruß. Ja, das ist Jägergruß. Aber den Bergmannsgruß kenne ich auch. Ich weiß, was es ist. Glück auf. Grube ein, aber was ist das denn? Wäre ja schade, wenn ich es nicht wüsste, weil Österreich ist ja ein Bergland. Ja. Glück auf! Was ist wirklich gut, Wolf? Ja, die Alpen. Da halt mir. Wie lautet denn heute? Ich würde Glück auf sagen. Der andere, das hört sich irgendwie als bekloppt an. Und wenn das falsch ist, dann sind die halt bekloppt, die Bergmannsleute. Ich würde Glück auf sagen. Sieh? Ja. Grube ein. Oder wenn ich die Antwort denn? Angenommen habe, Pech ist ab. Kein zurück. Das habe ich noch nie gehört. Oh, Kohle gutes. Klar doch, sag mal Pech ab. Ja, Glück auf hier. 300 Ocken, hey. Natürlich sagt man Glück auf. Sie haben noch den Film. Neues Headset, alles hier, neue zum Headbanden. Richtig beantworten haben. Kleine Info, ich hätte es, glaube ich, auch in dem Sinne getippt mit Glück auf. Ja, halt nee, boah. Einen päpstlichen Erlass über wichtige kirchliche Angelegenheiten nennt man A. Ochs, B. Stier, C. Bulle, D. Kalb. Das weiß ich übrigens auch. Weil ich habe oft genug mit historischen Dingen und in gewisser Weise auch mit päpstlichen Dingen mich informiert und deswegen weiß ich das. Ich sag's aber nicht. Noch können Hallo? Sie alles verlieren. Denken Sie also in Ruhe nach, bevor Sie antworten. Na? Hallo? Ja? Hallo? Seid ihr noch da? Natürlich. Können wir noch weiterlegen? Loslegen hier? Läuft die Übertragung noch? Ja, der lädt gerade. Keine Ahnung, vielleicht war das Reconnect, das habe ich immer nachts, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Nur ich sehe gerade nichts. Na gut, ich lese die Frage nochmal vor. Ja, warte, ich glaube, du musst nochmal Bildschirmübertragung neu machen, also ich sehe gerade nichts. Das Gute ist, hier kann mich die Asynchronität am Arsch lecken, weil das, was wir so hier schon asynchron werden. Gut, kürzer Schnitt. So, Leute, da sind wir wieder zurück.
bei Wer wird Millionär? Jetzt können die beiden auch wieder die Frage lesen, aber ich lese sie trotzdem nochmal vor. Einen päpstlichen Erlass über wichtige kirchliche Angelegenheiten nennt man A. Ochs, B. Stier, C. Bulle, D. Kalb. Och, ernsthaft, ey? Ja. Was ist das für Fragen? Päpstlichen Erlass? Und ich weiß nicht, ob du das noch gehört hast, aber durch das ganze geschichtliche Zeug, was ich mir teilweise schon durchgelesen habe, weiß ich die Antwort da natürlich, weil ich da auch in gewisser Weise mit, ja, der Papst, päpstlicher Erlass von den und den und der ist exkommuniziert worden und das und dies und jenes. Und deswegen weiß ich auch, was hier die richtige Antwort ist. Bulle, Kalb, päpstlichen Erlass. Bullen, Stier, guckt's. Weißt du, mich würde irgendwie D, Kalb, aber. Was sind da? Was sind das für Kackwörter hier? Was soll das denn? Was die da für Sachen haben? Ich bin auch so dämlich, ich bin auch so dämlich. Wenn du was verhältst, dann. Nein, ich sag nichts, ich sag nichts. Ey, ihr Säcke. Mir ist es nur gerade eben aufgefallen, ich hab nochmal die Frage mit ihm durchgelesen und ich glaube, jetzt bin ich auch gerade auf die Lösung gekommen. Ja, aber danke. Ich verrate nicht zu viel. Nein, ich sage nichts. Ich sag nichts. Eigentlich ist das voll unfair. Wir beide wissen es und der weiß es nicht und der tappt voll im Dunkeln. Ich glaube nur zu wissen. Einen päpstlichen Erlass. Zu wissen, was es ist. Also ich weiß es auf jeden Fall. Ich halte mich da raus. Er lehnt sich ja, mach mal, mach mal 50-50 da. 50-50 soll es sein. Ja. Bam. Okay. Wenn das, was jetzt nicht rausfällt, 50-50 Joker. Gut, das ist, dann löschen wir also zwei falsche Antworten. Aber jetzt geht erstmal D weg, wa? Antworten keine richtig. Ahnung, ey. Wir haben die Wahl. Oh. Oder doch, ja. C? Ja, wichtige. So viel zu meiner Theorie. Wie gesagt, ich weiß es. Päpstliche Wappen. Ochs? Bulle? Ey. Päpstlichen Erlass? Hab ich ja noch nie gehört da. Ochs, Bulle? Du kannst natürlich auch aufhören. Nö. Nö. Wenn dann richtig in die Scheiße. Mit Null. Ach, das sind eh alles Ochsen. Nimm Ochse, ist mir das wurscht hier. Ochs also. Ja, keine Kann Ahnung. Ich dort annehmen? Okay. Ich glaube, mein Gehirn ist oxidiert. Die Antwort ist leider falsch. Ja. Tja, Antwort ich hab keine C wäre Ahnung. Richtig gewesen. Es, Bulle? Es ist die Bulle. Nicht der Bulle, sondern die Bulle. Ich hätte trotzdem noch nie gehört. Ich schon. Die Bulle? Das ist eh alle bekloppt, ey. Was? Ja, 0 Euro. Da gehe ich jetzt erstmal fett shoppen, ey. Das war heute wirklich. Die Bulle. Davon hatte ich auch noch nie was gehört. Nee, so interessiert mich da der Papst auch nicht da. Dank. Seinem Gedöns. Wie gesagt, ich hab's eben gewusst, aber naja. So, und jetzt wird Rollentausch. Wer wird Millionär? Oh ja! Jetzt zocke ich und Herr Benjamin ist. Der Günther, der mit der Günther ja auch versucht. Okay. Wie viele Kandidaten möchten ihr Glück versuchen? Wir beide. Sie. Ich bin Armin Assinger, du bist Günther Jauch. Verraten Sie mir bitte Ihren Namen. Und Dingens Lifeforce ist Barbara Stöckel. Ja, genau. Hallo. Ey, das ist die letzte, die mir noch einfällt. Wegen der Wer wird Millionär /Millionen-Show. Unterhältlich wird keine Frau. Wolf. Der Wolfgang hier. So. Alles klar. Besten Dank. Bild wird geladen. Hui. Bild wird gespeichert. Als Screenshot. Meine 0 Euro. Oder? Ich wette, ich krieg jetzt irgendwann irgendeine beschissene Frage. Schon sind Sie Millionär. Hoffe ich doch. Fangen wir an. Tot. Für 50 Euro möchte ich... Ist das jetzt Standbild hier oder was? Nee. Okay. Gleichzeitig. Ja, meine Freunde, sagen Sie, Brust sitzt hier auf meinem Stuhl und es geht los mit der 50-Euro-Frage. Ja. Von Hans Christian Andersen stammt das Märchen Die Prinzessin auf der Bohne, Melone, Zitrone oder Erbse? Die Prinzessin auf der Erbse ist das. Sind Sie sich ganz sicher? Ja, ich glaube, die hat die durch 30 Matratzen oder so durchgespielt. Alle drei Joker.
Auf jeden Fall musste sie mit einer Leiter auf die Matratzen aufklettern, das weiß ich. Soll ich die Antwort annehmen? Oh mein Gott, ja. Da auch schon eine leichte Frage und gleich die Life Force hier, bam. Okay, 50 Euro gehören schon mal Ihnen. Legen Sie sie schon mal an. Ja, durchaus. Die Fühler am Kopf eines Insekts nennt man auch Schüsseln, Kabel, Antennen oder Parabolantennen. Ey, der kriegt die leichten Fragen. Parabolanten, Parabolanten. Jetzt, ich müsste mich sehr erinnern, aber es sind die Antennen. Sie sagen also C. Ja, er kriegt dir wieder, weißt du? Er kriegt die leichten Fragen. Ey, wie lame ist das denn, ey? Das Weichei Schuppen Junior hier fragen. Ja, aber echt, Weichei Schuppen Junior Klinik. Ja, echt mal, so gehackt hier aus Österreich. 300 Euro. Echt? Mann, sind die eifersüchtig. Nein. Okay, die nächste Frage. Wer nahm nicht an der Schlacht von Waterloo teil? Napoleon der Erste, Wellington, Blücher oder Wallenstein? Napoleon und Wellington haben beide teilgenommen, nämlich Napoleon wegen den Franzosen, Wellington wegen den Briten. Lassen Sie sich Zeit, Sie haben noch alle drei Blücher Joker, oder Wallenstein, einer von den Joker, beiden. Ich glaube, Wallenstein war dabei, ich bin mir allerdings nicht sicher. Sie können ja jemanden anrufen oder das Publikum befragen. Oder den 50-50-Joker, wir haben alles da. Ja, leider sind meine drei zu schade, weil diese Frage sollte ich wissen, aber... Hallo? Sie hatten gerade schon hier die richtig leichten Fragen, jetzt müssen die Joker weg. Was ist denn da los? Diese Frage ist auch leicht, normalerweise. Oder vertrauen Sie auf Ihr Glück und wählen Sie einfach. Entweder schaffen Sie es, sparen sich einen Joker oder Sie verlieren alles. Deswegen. Wie der Held. Ich glaube, es ist Blüchner. Blücher. Ja, Blücher. Vertrau mir selbst aber irgendwie nicht. Ich rufe jemanden an. Einverstanden. Fragen wir die Experten. Ja, ich kann jetzt nichts hören. Ich weiß auf jeden Fall, dass Napoleon der Erste und Wellington dabei war. Auf jeden Fall, weil Waterloo war Napoleons größte Niederlage. Und der Anfang von Ende seiner Herrschaft. Ja, bitte? Okay. Guten Abend, und wer ist am Telefon? Willkommen bei Wer wird Millionär? Nein, habe ich jetzt nicht gehört, oder? Das ist aber nett. Natürlich eine Frau. Ihr Freund verzweifelt gerade an der 200-Euro-Frage. Ich fürchte, ohne Ihre Hilfe kommt er nicht weiter. Da bin ich ja gespannt. Antwort A, B, C. Was ich gleich sagen werde. Das ist hier die Frage, Michaela. Ich hoffe, Sie haben die richtige Antwort parat. Also, Wallenstein hat ganz sicher nicht an der Schlacht von Waterloo teilgenommen. Die war nämlich im Jahr 1815. Und Wallenstein wurde 1634 in Eger ermordet. Klar doch. Was quatschen die hier so lange? Ich glaub's nicht. Schönen Abend. Was hat sie denn Michaela gesagt? Hat sich für D. Und sie? Weil die meinte, ja, die Schlacht bei Waterloo hat 1850 stattgefunden und Wallenstein hat nicht teilgenommen, weil der in den und den Jahr ermordet wurde. Ja, als ob! Entschuldige, so eine Hausfrau, du weißt doch gar nicht. Was wollen die uns denn erzählen hier? What the fuck? Ey, was für eine Angeberin. 200 Euro. Okay, Wallenstein ist richtig, Telefonjoker ist weg. Das wirst du dann im Video sehen, du wirst so lachen. Es geht weiter mit Fragen. Ey, ohne Scheiß, jetzt sind da schon drei Angeber. Okay, was, zwei Angeber, was für eine Angeber. Hier kommt die 300 Euro. Okay, gehen wir weiter. In welcher deutschen Stadt steht das Otto-Hus? Das Museum des Komikers Otto. In Lübeck, Bremerhaven, in Emden oder Norderstedt? Ich habe keine Ahnung von Deutschland. Echt, null. Publikum. Okay, befragen was wir das Publikum wohl sehen, sagen. Ob Ihnen die Zuschauer weiterhelfen können. Wenn es jetzt der Otto ist, den ich jetzt denke. Otto Walkes, oder? Denke ich nämlich auch gerade. C, das Publikum tendiert für Emden. Ich wusste zwar, dass Otto Walkes damit gemeint war, aber ich habe echt keine Ahnung. Ich war mir nicht ganz sicher, deswegen. Ich wusste nicht gibt's das überhaupt noch in 2015? Ich wusste nicht mal, dass der ein Museum hat. Ja, okay. Jetzt weißt du es ja. Wenn ich die Antwort angenommen habe, gibt es kein Zurück. Bildungsauftrag, so mit hier ändern? Auch ausgeführt. So, zwei Joker sind weg. Und gerade mal 300 Euro, das ist so blamabel. Und wir gehen weiter zur 300-Euro-Frage. 50-50-Joke. 500. Ja, 500. Nur noch eine ja, meinte Frage, ich ja. Dann haben wir 500 Euro sicher. Aber diese Version ist irgendwie schwerer als wie Game Boy Advance. Was bekommt man in einer Freibank? Geld? Fleisch, Segelschiffe oder Medizin, Mr. Wolf? Oh, ich müsste mich ganz weit aus dem Fenster rauslehnen und würde sagen, dass es die Segelschiffe sind. Aber ich, wie gesagt, sind ich vertraue... wirklich sicher? Wie gesagt, ich vertraue mir irgendwie selbst nicht mehr. Dann haben Sie ja noch die Wahl.
mit dem 50-50-Joker. Auf jeden Fall bezweifle ich, dass... Alles halt die Fresse, du Arschloch. Ruhe nach, bevor sie der Typ, der Typ spricht da die ganze Zeit. Ach so, okay. Ich bezweifle auf jeden Fall, dass es das Geld ist. Ich versuch's. Wie sie wollen. Und somit also der letzte Joker. Jetzt fällt Segelschiffe weg und dann lache ich. Antwort B oder D? Klingt beides gut, oder? Ja, Herr Wolf. Du sie haben Ficker. Ich würde mal sagen, um das mal ganz kurz... Ich nehme die Medizin. Ich würde mal sagen, sich absolut sicher? Das war ein Schuss in den Ofen. Soll ich Ihnen was verraten? Oh ja. Die Antwort ist leider aber Fleisch oder Medizin? Was wär's gewesen? Antwort B. Es ist Fleisch! Wusstet ihr das? Nee. Nö. Na, Freibank. Ich hab davon nie was gehört, sorry. Dieses Spiel ist echt hart. Blutbanken, ne? Ja, Mr. Wolf. Wir kannten jetzt weiter. Wie gewonnen, wir beide Million verschissen. Richtig. Das war heute wie gewonnen, so zerronnen. Und jetzt räumt der Life Force das Feld von hinten auf. Ja, durchaus. Ja, das war. Guck, wir sind noch nicht mal da drin. Das war die erste Runde. Ich hatte auch bescheuerte Fragen. Meine Challenge. Steht das jetzt 0-0 oder wie machen wir das? Diese Regel habe ich nicht geklärt, scheiße. Wir haben beide verkackt. Das. Also ich. Das zählt sowieso nicht jetzt. Ich würde mal in dem Sinne, wenn das natürlich für euch beide in Ordnung ist, würde ich sagen, in dem Falle steht es 0-0, weil ihr habt ja beide eben verloren. Beide 0 Euro kassiert. Von daher würde ich sagen, Gast bzw. Moderator ist unentschieden. Also 0-0. Wäre zumindest fair, denn. Wenn man jetzt so sieht, wie der Bär ist weitergekommen von den Fragen her, dann... Wüsste ich es jetzt auch gar nicht mehr gerade. Ich glaube, du einer. Aber wie, ich habe ja gesagt, die klassischen Wer wird Millionär Regeln, also sprich, wenn man aufhört, dann ist das der Punktestand und wenn man verliert, hat man Pech gehabt. Also steht es 0-0. Genau. Geile Eröffnungsrunde dieser Challenge. Ich muss schon sagen, die Fragen sind überhaupt nicht schwer. Das weiß jedes Kind. Ja, allgemein. Das weiß doch jedes Baby. Naja, dann werde ich jetzt gleich den zweiten Teil der Challenge aufnehmen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und das war eben die erste Runde mit meinem ersten Herausforderer, Head Benjamin. Genau. Der Link, den findet ihr natürlich wie immer unterhalb in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig. Bye bye. Ciao, ciao.